So, da bin ich wieder. Ja, ich habe mal eben schon irgendwo traurig, was man die Mods anderer korrigieren muss. Schon irgendwo traurig, weil ich habe gelesen, es ist eine Störung und normalerweise unter Ressourcen zu finden. Da ist es nämlich. Storis. Ich habe das korrigiert. Deswegen sage ich jetzt traurig, dass ich die Mods anderer Leute korrigieren muss. Hier ist nämlich More Armor. Das ist traurig, dass du das machen musst. Naja. Wirklich traurig. Du arbeitest weiter, Schwein, sonst hacke ich dich in kleine Stückelein. Fürchterlich, ne? Es ist absolut fürchterlich. Wenn du sowas machen musst, die Mods anderer Leute korrigieren. Ja, das ist schon irgendwo traurig. Wirklich. Ne, es ist aber so, das ist traurig, aber muss sein. Wahrscheinlich. Notwendig. Ich weiß nicht, warum die Leute das nicht von alleine machen können. Das entzieht sich leider meiner Kenntnis. Aber es geht wieder. Von daher gesehen, das ist mir eigentlich egal. Warum, weshalb, wieso. Wir haben 5 Leute und 10 Betten. Kann man sagen. Gut. Für ein paar Sachen brauche ich noch ein bisschen was. Die Schlampe liegt immer noch unten. Und badet. Ein Miststück. Ja, von mir aus. Nee, nicht du aus. Konkret? Mauer. Haben wir nichts in Holz? Bauen mit Beton. Beton, Beton. Steht wirklich nichts mit Holz dort, ne? Ich hätte es gerne mit Holz. Was ist denn das jetzt schon bitte? Was ist das denn jetzt schon wieder? Inside Wallframe. Naja, wenn er meint. Und das da? Metall Support Beam. Aha. Geh weg, du Scheißfliege. Ne, ich will ja keinen Zaun haben. Wood will ich. Misk. Und dann haben wir hier das da. Das ist etwas in Holz. Nimm mal das da. Das sieht schöner aus. Naja. Kann man sich jetzt sogar streiten, ob und naja, egal. Nicht wahr? Ist ja wurscht.
Es ist auch nicht schlecht, weil man kann drüber gucken. Doch, fällt mir. Ja. Jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir in den zweiten Stock? Erster Stock. Erster Stock? Zweiter Stock. Ach ne, zweiten Stock haben wir ja schon. Nur haben wir da noch nichts gebaut. Genau, stimmt ja. Richtig. Ich muss doch so mal wissen, ob wir. Ich kann ja bauen nach oben bis Ultimo, ne? Ich kann ja wirklich nach oben bauen bis zum Sankt Nimmerleins-Tag. Das ist wirklich genial. Und das Ding kann ich immer noch nicht verwerten. Naja. Kommt Zeit, kommt Rat. Und so, weißt du? Das kommt irgendwann, dann kann man das auch entfernen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ist mir eigentlich auch wurscht. Also bei meinem Test letztes Mal, da konnte man das entfernen ohne Probleme. Warum das jetzt nicht geht, entzieht sich meiner Kenntnis. Okay, nee, das wollte ich ja nicht, nicht. Ich wollte Flor. Na, wenigstens meine Brücken sind noch drin, ne? Kann man sagen. Ich hätte es halt gern da oben, ne? Hier so als Rand, so dass man außen vorbeigehen muss, ne? Schade. Okay. Nein, ist in Ordnung. Schleiche ich hier mal über den Boden. Greywood Floor, das sieht jetzt so komisch aus. Greywood Wood und Holz. Das sieht schon ein bisschen schöner aus, das Holz hier. Aber das will ich nicht. Hallo. Das da will ich haben. Ja. Ja, irgendwie muss das ja funktionieren, oder? Ich meine, du kannst doch nicht ein Haus einfach so hinstellen und das geht auch nicht, das kann man doch nicht machen. Ne? Also gut, dann eben nicht. Dann haben wir eben einen Fehler gemacht. Dann müssen wir eben hergehen und. Komme ich wieder raus? Ja, komme ich raus. Wir sind zu dicht dran gewesen. Deswegen. Ja, das will ich eigentlich gar nicht. Obwohl. Doch, will ich. Bisschen größer wie das andere. Aber er mag nicht, er mag einfach nicht, es mag einfach nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt, keine Ahnung. Er mag es nicht. Normalerweise müsste er es mögen. Ich habe wieder die falsche Taste erwischt. Ich wollte eigentlich E drücken. Das andere ist ja,
Hey. Soll ich das machen? Oder soll ich sagen, wir nehmen Boden. Und einmal auf und bauen. Mich interessiert würde jetzt in das, ja, es geht sogar. Aber bin ich gar nicht, weil ich will hier. Nee, will ich eigentlich nicht, will ich nicht, ne? Das mag ich nicht. Das, nein, das mag ich nicht. Wände. Ne, schauen Sie ganz her. Ich will ein paar schäbige Wände haben. Wie wär's denn mit dem Ding hier? In Weiß. Naja, in Weiß will ich eigentlich nie haben. Wie wär's denn mit was gescheiten, ekligem? Da ist sowas zum Beispiel. Was Altes, Hässliches. Hey, das geht sogar. Dann hätte ich gern das Ding da. Wenn möglich. Da dran. Ne? Schade. Mache ich jetzt das weg und setze das da ran und dann das da. Wieder da rein. Eigentlich, pass auf, falsch gemacht. Aus dem einfachen Grund, wenn man überlegt, ich möchte gerne noch ein Fenster haben. Nur die Frage ist, passt das von der Farbe her? Ist eigentlich uninteressant, aber für mich ist halt eben, ne, ob es von der Farbe her passt. Sowas zum Beispiel. Das passt. Jawohl, das passt wie die Faust aufs Auge. Und dann können wir das nämlich auch wieder reinbauen. Okay. Gut. Nö, ist in Ordnung. Passt. Die Faust aufs Auge. Flor! Jetzt hätte ich gerne Holz. Gescheites Holz. Ist auch weniger geworden, ne? Ich weiß ja, woran es liegt, aber ist weniger geworden. Pass mal auf. Quatsch. Boden. Dann haben wir den Boden hier. Das Ding. Das müsste eigentlich so funktionieren, oder? Ja, doch, kann man sagen, das funktioniert einwandfrei. Wir können auch hergehen und sagen, wir möchten die Treppe hier gedreht. Ich möchte die Treppe gerne gedreht hier haben.
Das geht jetzt natürlich nicht, weil ich jetzt hier eine Sch So. Also, geht doch. Meine Fresse, ne, ey. Das schwierig ist, das ist echt schwierig. Ich weiß aber, woran es liegt. Hätte ich auch ein großes hinmachen können, ne? Naja, egal. Na, möchtest du mal einrasten? Also. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Dann tun wir das noch so dahin. Den einen muss ich noch drehen. Der sieht natürlich Chips aus, ist klar. Nee. So. Ich kann auch hergehen und sagen, Entschuldigung, aber brauche ich nicht. Sorry, tut mir leid, brauche ich nicht. Das ist das hässliche Teil, ne? Okay. Überzeugt. So, jetzt ist natürlich, ob ich dann die Tür hinkriege? Nee. Das ist das Problem. Ich kriege hier keine Tür hin. Und dann möchte ich gerne. Warum ist eben daher? Das ist ja auch recht. Ich habe da kein Problem mit. Dann ist die Bude halt ein bisschen kleiner als geplant. Was soll's? So. Nee, wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich, aber ist auch egal. Da hast du zu kämpfen mit dem Ding, ne? Dreh doch mal um das Scheißteil, oder? Also. Ja. Gut. Ja, dann machen wir es eben so noch recht. Einmal hier, einmal da, einmal da vorne und einmal. Ja. Und dann machen wir Fenster. Das da. Einmal hier. Eins da. Und zwei hier. Oder? Ja, wir können auch drei Fenster basteln. Wenn wir lustig sind. Wurscht, egal, scheiß drauf. So. Oh, heiliges.
Küchenblech. Warum nur? Wozu? Warum? Passt das? Ja, es passt. Gut. Hoppala. Ne, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte das da, das da, das da, das da. Das da. Das und das. Ne, ist die falsche Seite. Das sollen wir dann büten. Würdest du vielleicht jetzt mal. Einmal, zweimal. Ach, hör doch mal auf in dem Schrott, oder? Ach, mir was, soll mir auch recht sein. Also. Passt. Oder? 1, 2, 3, 4 passt auch. Gut. Sitz passt, wackeln und hat Luft. Sehen wir noch diese hässlichen Dinger hier. Einmal vortackeln. Einmal so. Sicherheit auf dem Bau geht vor. So ist das nun mal im Leben. Das sieht jetzt nicht so schön aus, ne? Aber hey, ich kann es nicht ändern. Ist mir auch egal. Hauptsache die Wand steht. Alles andere ist uninteressant. Genau. Kriege ich nicht dahin? Schön, da kriege ich es nicht dahin. Dann müssen wir wieder ein wenig tricksen. Soll mir auch recht sein. Wir wollen ein bisschen Licht in der Bude haben, weißt du? Und da reicht es nicht, wenn man einfach mal ein bisschen, da muss man dann, ne, schon was dafür tun. Je lichtdurchlässiger, umso weniger Strom bezahlst du. Weil du kein Licht brauchst. Also. Geht. So, die Türen fehlen noch, ist klar. Hier fehlt noch ein Zaun. Hier fehlt noch ein Stück Zaun. Ja, ja, kriegen wir alles noch. Mal gucken, ob ich den da hinkriege. Einmal. Passt. Zweimal. Dreimal. Viermal. Fünfmal. Ey. Einmal, zweimal, dreimal, vier, oder? Okay, ne, ich wollte eigentlich, ne, wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte Türen. Naja, Türen brauchen wir.
Wenn wir schon Durchgang haben, dann nehmen wir auch Türen. Wie sieht's denn aus mit Gefängnistür? Will ich eigentlich nicht. Was ist denn das für ein Drum? Zelltor 302. Eine Zellentür. Die passt da sogar rein. Passt nicht rein. Alles gut, passt nicht rein. Wie war's denn mit dem Ding hier? Das ist eine Schiebetür, ne? Ja, mir ist es recht. Das Ding hier. Mesh-Tor. Das passt auf jeden Fall. Ja, natürlich. Drei Stockwerke ohne Dach. Mein letzter Kampf ist schon viel zu lange her. Das will ich auch hoffen. Also das kann ich in meiner Siedlung nie brauchen. Muss man ganz ehrlich sagen, nicht wahr? Da kann ich in meiner Siedlung drauf verzichten. Auf Krieg und so. Ich weiß nicht, wenn die Amis... aber ich kann darauf verzichten. Ich lebe lieber in Frieden, als mit irgendwelchen Spinnern hier auf diesem Ding hier. Ja, Arsch vorbei. Ja, da kommt noch ein Dach oben drauf. Nur mal zur Info. Aber im Moment wollen wir mal schauen, wie das so ausschaut. Oh, doch, ja. Hat was. Könnten hier noch eine Treppe hinbauen nach oben, dann hier das Ding zumachen. Ja, könnten wir machen. Könnten wir rein theoretisch, wenn wir Lust und Laune haben, könnten wir auch hergehen und hier eine Brücke bauen nach über die Straße. Aber war kein Bock. Nein, ich mag nicht, ich habe keine Lust. Genug Platz in der Bude ist auch. Können da was reinstellen. Oh, der steht so da. Keiner mag mich. Ja, ja. Schlappen. Germekala? Nee, ist eine andere. Schluss jetzt mit der Plackerei. Ich will nur noch zum nächsten Wasserloch. Nichts ist befriedigender als eine rauchende Waffe und eine Tasche voll Kronkorken. Ich habe da eine tolle Idee für dich. Ressourcen. Das Ding hier. Ach, steht ja schon hin. Oh, cool. Das trifft sich ganz gut. Schlampe, wo bist denn du? E drücken. Diese Ressource ist jetzt zugewiesen. Jetzt warten wir noch auf Häufchen Elend. E drücken. Das gehört schon jemand, ne? Das gehört meinem Spezialisten. Fällt mir gerade auf.
Ach so, ja, okay. Macht ja nichts, die Alte steht ja noch draußen vor der Tür. Oder? Was schätzt ihr doch? Ich warte ein bisschen vorbei, da kühlt, dann sieht man nämlich, was er arbeitet. Wenn es nämlich anleuchtet, sieht man, dass das Ding aktiv ist. Gut. So, dann kriege ich schon mal den ersten Stock, Untergeschoss, wie auch immer, hier das Bettchen zugeteilt. Ja. Oh. Auch wenn ich Lust und Laune habe, dann nehme ich das Ding und trag's davon. Pass auf, dann brauche ich die Alte nicht zu sehen. Stelle ich das da rein? Gut. Ach, wir wollten ja noch was machen, ne? Stimmt, wir wollten noch was machen. Wir wollten noch etwas Schönes machen. Aber ich habe leider niemanden, den ich dazu verbannen kann. Verurteilen, hier mal ein bisschen, ne? Was zu arbeiten. Faule Säcke, faule. Deswegen. Gucken, wenn ich, ob ich. Das ist eine gute Frage. Wie macht man sowas am blödsten? Wie macht man das? Das. Wir brauchen einen Generator. Das ist das Erste. Einen Generator kann ich nicht bauen, weil ich kein nukleares Material habe. Das ist ja das Blöde. Naja. Mal gucken, was wir noch so an Karte Daten. Nordhaken. Tötet die Raider in Eastdown. Easy City Downs. Ist auch noch offen. Entschuldigung. Ja, dann töte ich mal. Ja. Jetzt sind wir hier. Eigentlich wollen wir gar nicht hier sein. Moment, ich stelle mir die Flasche schnell runter. Die leere. Red X. Eigentlich will ich gar nicht hier sein. Eigentlich. Nee, möchte ich eigentlich nicht. Weil ich nicht weiß, was mich erwartet hier. Was denn? Bist du echt so dumm? Hä? Ich hab. Das wird sicher lustig. Echt? Vogelskill 17. Och, das nehme ich alles mit. Ich weiß nicht, was ich frei habe. Och, wir haben genug frei. Nachdem ich dich erledigt habe, werde ich mich erstmal entspannen. Oh,
Ja, das sind die Roboter, die ständig vorbeifliegen. Die spielen halt immer diese Musik. Diese YouTube-freie Musik. GEMA-freie Musik. Kann man immer unter Videotools finden. YouTube Musikbibliothek. Spiele ich auch ganz gerne im LKW die Musik. Hoppala, wir sind wieder da. Ach, hey. Also gut, dann eben nicht. Dann eben nochmal. Oder? Einen Augenblick. Haben wir eigentlich. Ich kann mich gar nicht bewegen. Wir haben, glaube ich, keine Ich verlange Wissenschaft, nicht ne? viel. Nur eine volle Flasche und ein Labor, paar Knochen, die ich fleischen kann. Rüstung, Waffencrafting. Ich denke, es lohnt sich, das zu bauen. Was auch immer es ist. Shotgun, SMG, Heavy. Energy, andere. Gamma-Kanone brauche ich nicht. Ich brauche sonst Zeug nicht. Chinesisches Offizierschwert, Blunt. Den Gehstock. Einen was? Gehstock, Vorschlaghammer, Baseballschläger, Superhammer, Das Einzige, was besser Raketenbetrieben. ist, als sich volllaufen zu lassen, ist ein gepflegter Kampf. Stimmt? Heavy, Raketenwerfer, Flammenwerfer, Fatman, Minigun. Hoppala. Ne, ich will ja eigentlich ne Ding haben, ne? Ein Sturmgewehr, aber ich brauche Waffenfreak Rang 2. Ja, möchte ich gerne. Und wir haben. Da, zwei frei. Revolverheld. Wo ist denn hier Waffenfreak? Vance. Langfinger könnten wir vielleicht. Ne, brauchen wir nicht eigentlich, oder? Brauchen wir Langfinger? Aufmerksamkeit. Schmied. Rüstmeister, groß und schwer. Durch viel Übung und Erfahrung verursachen schwere Waffen 20% mehr Schaden. Okay. Wissenschaft brauchen wir noch. Erfordert Intelligenz 6. Ihr Robotik-Expert, ach so. Hä? Meisterhändler, Vance, Revolverheld, Schatzsucher, Kommando, Arzt, Schwarze Witwe, Bleimarken, Gewehrschütze, Erstliga, Aufmerksam, Rüstmeister, hier Lea Messias, Waffenfreak. Wir haben ja schon Rang 1. Gucken, Sturmgewehr. Kann's kaum erwarten, dass diese gottverdammte Hitze aufhört. Mit Zielfernrohr. Ja, das ist Waffencrafting. Das ist keine Waffenbank, das ist eine Waffenbank. Mit Zielfernrohr, cool. Das ist das Ding hier. Dem nächsten, der mich vögeln will, verpasse ich einen Tritt dahin, wo es wehtut, wenn du verstehst. Automatikverschluss. 31 Hammer. Und wir brauchen etwas mehr Bums. Wir werden noch mit dem gehärteten Verschluss. Verlängerter Lauf. Verlängerter Lauf haben wir schon. Vollständiger Kolben. Vollständig haben wir schon. Standardmagazin. Mehr kriege ich auch nicht. Warum eigentlich? Ach, Hier je, wäre mir zwar Waffenfreak Rang 3. Waffenfreak Rang 4. Naja. Langreichweiten. Keine Mündungsbremse. Brauche ich auch wieder Waffenfreak. Schluss jetzt mit der Plackerei. Und wir Ich will brauchen nur noch zum nächsten 556er. Ich hab's gewusst. Ich habe immer noch den Raketenwerfer dabei. Und den Junk Jet und den Fatman habe ich auch. Durch den hin. Das Giftmischers.
Kick Kudeifel. Umbenennen mit T. Mein letzter Kampf ist schon viel zu lange her. Shift gedrückt halten. Dann mit der Pfeiltaste arbeiten. Draußen wird's dunkel. Vielleicht sollten wir uns einen Platz zum Schlafen suchen. Warum ist die Alte eigentlich immer am Nerven? Was kann man eigentlich beim bei der Fatman noch machen? Standardwerfer MIRV-Werfer. Minus 36 Pfund. Wissenschaft und Waffenfreak. Was würde ich nicht für einen ordentlichen Drink geben? Keine Mündungsbremse. Ui, Zündmodul. Erweitert Geschosse um Feuerschaden, um Elektrischschaden. Standardvisier, Gunnervisier, auch das noch. Standardkolben. Nichts ist befriedigender. Rückstoßkolben, Rückstoßdämpferkolben. Schnauze. Verlängerter Lauf. Präzision, mangelhafte Präzision aus der Hüfte. Die alte Neuerung hören, ne? Kampfmesserchen, keine Verbesserung. Gezackte Klinge. Tarnklinge. What the fuck? Raketenwerfer. Standardlauf. Dreifachlauf. Vierfachlauf. Dieses ganze Rumgelaufe macht mich müde. Hock dich halt irgendwo hin, du blöde Kuh. Zielcomputer. Auch noch. Keine Mündungsbremse. Bajonett. Stabilisator. Tschüss. Okay, was kann man denn da noch eigentlich machen? Gehärteter Verschluss, Automatikverschluss. Pass mal auf. Gehärtet 65. Mächtig 78. Verlängerter, kurzer abgeschirmter, perforierter. Verlängert, abgeschirmt. Kann ich aber nicht, weil Waffenfreak Rang 3. Vollständiger Kolben, Präzisionskolben. Ziele mit Zielfernrohr. Verbessert. Ups. Standardmagazin, schnelllade Trommelmagazin, Waffenfreak Rang 3. Nein, wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich denke, es lohnt sich, das zu bauen. Halt's Maul. Ich habe wieder einen dazugekriegt. Waffenfreak. Level 25 Intelligenz 3 und wir sind erst bei Level 18. Ja, ja. Aber Schlossknacken könnte ich doch mal machen. Wir können jetzt du kannst Meisterschlösser und alle Schlösser einfacher knacken. Ja, ja. Ich habe einen Rang noch. Was haben wir? Lokaler Anführer. Als Anführer, an den sich jeder wendet, kannst du zwischen deinen Werkstattsiedlungen Versorgungsrouten einrichten. Ach so. Brauche ich Charisma 6? Charisma klingt schon mal nicht schlecht. Also gut, machen wir Charisma. Ich weiß. Was auch immer es ist. Ich merke, wie du mich ansiehst. Ich wollte damit nicht sagen, dass es mir nicht gefällt. Ich stehe nicht auf Weiber. Als Mädchen, meine ich. Oh, Rüstmeister. Warte mal, Rüstmeister. Nicht Rüstmeister. Rüstungswerkbank. Laborstation. Waffencrafting. Clothingcrafting. Ach, von der anderen Seite. Auch nicht schlecht. Outfit, Arbeitsklamotten, gepflegter Dreierreiher, Trenchcoat, Labor, bla bla bla, sauberer schmutzig, T-Shirt, ach hervorragend. Maxens Kampfmantel, brauche ich Rüstmeister Rang 2. Leicht, Ledergömbi. Da brauche ich Wissenschaft Rang 1, habe ich nicht.
Schade. So ein Zünd würde ich mir gerne mal anschauen. Bisher haben wir schon, habe ich glaube ich schon gesehen, ne? Ich meine auch hier so auf dem Bild. So ein Zünd. Ja, doch. Apropos, Karte aufrufen. Möchte ich gerne hinreißen, ja. Ja, ja. Hey! Oh. Er braucht wieder ewig. Ist das, dass ich einen Herzinfarkt kriege? Hier ist nichts. Sag mal, das kann doch nicht sein, ey. Gibt's sowas auch? Das ist das zweite Mal. Hinter mir explodiert ein Auto. Weil die Idioten zu blöd sind zum Schießen. Die treffen ja nicht mich, die treffen das Auto trifft mich. Explodiert. Und ich bin tot. Zerfetzt. Kriege ich denn eigentlich Statistik? Spezial Skill. Level 18 am Anfang. 92 von 100 APs. Special. Wahrnehmung plus 6. Plus 5 Ausdauer, Charisma, Intelligenz, Beweglich, Glück. Status. Aha. Nein, ich wollte eigentlich die Karte haben, aber ist egal. Hey, wir machen das jetzt anders. Ich hab da jetzt keinen Bock drauf. Würdest du jetzt vielleicht endlich mal... Ich muss unbedingt noch nukleares Material besorgen. Unbedingt. Wer verkauft sowas? Wo kriege ich sowas her? Mutanten, die in die Luft fliegen mit Atombömmchen. Die haben nukleares Material bei sich. Fliegen, verseuchte. Nehme ich mal an. Haben nukleares, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Irgendjemand muss so ein Zeug dabei haben.